Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Gamings, zurück hier bei Bundesliga Manager Hattrick. Mein Name ist Lomdom Silver und schön, dass du dabei bist in Folge 110 meines Let's Plays. Wo wir Meister werden wollen. Stärketechnisch ist das auch gar nicht so unwahrscheinlich. Allerdings ist das platztechnisch eher so, reicht gerade noch für die Europa League, würde ich sagen. Und deswegen haben wir in der letzten Folge mal dankenswerterweise mit einem Kommentar bei Folge 104 darauf reagiert und haben die Taktik dementsprechend angepasst, haben die Aufstellung dementsprechend angepasst und ich denke, dass wir jetzt mit dieser Aufstellung ins Spiel gehen sollten. Jetzt gucke ich gerade nochmal, ob ich den, ich setze den Meier mal rein, raus und dafür den Friedrich rein. Mal gucken, ob das funktioniert. Das könnte so bleiben und los geht's. 19.000 Leute wollen das Spiel sehen. So, jetzt bin ich doch glatt mal gespannt hier. Klebereis. Erste Chance. Leider gehalten. Aber ein guter, strammer Schuss von Rammstrambuschen. So. Auf geht's. Ja. Ein Hin und Her im Mittelfeld. Da passiert wenig. Och, da kommt die Chance von Schweinsteiger. Zieht ab und Tor. Şanalulu hinterher. 2:0. Wunderbar. Noch keine Chance für Werder Bremen. Freunde. Die haben wir gut im Zaum gehalten bisher. So. Und jetzt würde ich mal auswechseln. Ja, jetzt würde ich doch mal den... wie wollte ich ihn rausholen? Mensch, also mal gucken hier. Den Friedrich wollte ich reinsetzen. Der könnte rechte Seite spülen für den Şanalulu. Genau. Dann würde ich noch den Coman rausholen und dafür würde ich den Robben reintun. So. Balenciaga noch raus. Und dafür den Bell rein. Dann haben wir auch die gelb potenziell gelb gefährdeten, oder rot gefährdeten, Entschuldigung, Spieler auch rausgeholt. Wow, es läuft, Leute. 3:0. Oh, war das jetzt die 24. Minute? Hab ich vielleicht doch etwas zu viel? Ja, das könnte sein, ne? Dass ich doch etwas zu viel gewollt habe. Ja, dann müssen wir den einsetzen. Nützt ja nichts. Ach, ey. Naja, gut, die erste Halbzeit rum. Eine Rot, Sünder. Ich dachte, wir wären schon viel weiter im Spiel. Heieiei. Abseits. Hier, komm, Tor schießen. Das ist wichtiger. Mit 3:0 Führung das Ding einfach nach Hause wuppen. Das wäre eigentlich schon, wäre schon schön. Aber wir sind noch immer am Drücker. Wir sind die führende Mannschaft hier bei dem Spiel. Wenig Chancen für Werder Bremen. Ja. Da war nochmal eine Chance, aber immer noch zu null. Ich will es nicht beschreien, aber da ist leider der Anschlusstreffer. Johansson. Und damit 3:1 noch nach Hause gewuppt. Also nur 3:0 stand es, als wir die rote Karte bekamen. Und anschließend haben wir nur ein Gegentor in Unterzahl kassiert. Kann ich mit leben. War super. Ja, immer noch Platz 6. Ach Gottchen, ey. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ich habe gedacht, wir würden jetzt ein bisschen weiter nach vorne kommen. Wo ist denn Werder Bremen? Ach, da. Hm. Aber nein, wir sind natürlich jetzt einen Punkt hinter Borussia Mönchengladbach. Eieiei. Und hier finanziell sieht das auch nicht so gut aus. Oh, gegen den Siebtplatzierten. Das ist hart. So, ich gucke nochmal gerade, ob wir einen verkaufen können wie Balenciaga. Was Javi Martinez macht, wie es in Draxler geht. Arangis. Naja, ist aber. Weiß ich nicht. Wir brauchen gestandene Leute hier. Ja. Gucken wir mal. Balenciaga. Nein. Hm. Achso, das ist Javi Martinez. Ich wollte gerade sagen, wieso sollten wir die verleihen? Draxler. Immer nur noch an den Bayern. Die würde ich nicht stärken wollen. Und Friedrich. Liegt leider noch nichts vor. Schade. Schade, schade, Marmelade in dem Fall. Boah, Thomas Müller. Ah, hier hätte ich auch gucken können, ne? Gesamte Gegner, nur Manager. Ja, aber hier wäre ja keiner aufgetreten von, oder aufgetaucht von Werder Bremen. Nee. Guck mal, Kostic. Boah. Kostic ist der was? Was macht der? 4-3. Knapp. Oh, der ist knapp hinter dem, ja, ja, okay. Gut, gegen den FSV Mainz 05. Ja, da wollen wir nochmal unser System aufstellen hier. Zack,
Gucken, Bell. Die zwei, die stehen nicht richtig. Höwe, das muss dahin. Bell muss hier runter. So. Dann. Draxler, da ist er. Jawohl. Und Chananolo spielt da. Vielleicht doch schon den Friedrich Rhein. Ein bisschen häufiger spielen lassen. Ich würde den Geiß mal rausholen. Friedrich für Chananolo. So, die stehen auch noch nicht so, wie sie sollen. So, der steht vorne, die Santo. Und dann brauchen wir noch den, da ist auch Kostic. Nein, für den Coman. So weit, so gut. Gegen Mainz. Wen haben wir denn hier? Holtmann und Bezak. Also 86er, das ist der einzige, der stark ist. Mit 73 in einem Sturm ein bisschen schwach auf der Brust. Ja, da könnte man auch sagen, hier komm, Hövedes, dann nimmst du dir mal den Holtmann. Und der Rest, weiß ich nicht. Ja. Ja, der Rest ist okay, der kann eigentlich so bleiben. Ja. Würde ich so sagen. Also, ich glaube, wir könnten loslegen. Jetzt gucke ich gerade nochmal, ob hier noch was tut. Eine Woche noch. Okay. Dann los geht's. Ah, ich hätte die Taktik ein bisschen runterschrauben sollen. Holtmann, das ist den, den wir eigentlich aus dem Verkehr ziehen wollen. Also nett aus dem Verkehr ziehen wollen. Meier, schöner Schuss. Leider kein Erfolg. Oh, nochmal meins. Mein Hund ist hier. Da ist das 1 zu 0 für uns durch Friedrich. Eieiei. Jetzt machst du sogar schon Tore. Ah, oh, der Ausgleich. Das darf nicht sein, aber das passiert natürlich. Schön gehalten von Jan Sommer. So. Auf geht's. Robin. Da ist das 2 zu 1. Es läuft doch langsam hier. Ob das die Taktik war, ich weiß es nicht. Oder ob wir einfach Glück haben. Wir müssen das einfach im Auge behalten. Wir hatten ja schon mal also eine Siegesserie. Die ist auch mal gerissen. Und guck mal hier, wir haben 6 Chancen für Mainz und 3 für uns gehabt. Also es war nicht souverän, wie wir gespielt haben. Aber wir haben Chancen zugelassen. Ja, vielleicht waren das auch so halbgare Chancen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir im Endeffekt 2 zu 1 gewonnen. Und wo ist Gladbach? Hat verloren. Und somit sind wir. Wow, Platz 4. Leute, wir sind wieder auf Platz 4. Sehr schön. Aber guck mal, 7 Punkte allein schon hinter Bayern München und 11 Punkte hinter Dortmund bzw. Hertha BSC. Das ist eine Ansage. Das ist definitiv eine Ansage. Da müssen wir, boah, da müssen wir Gas geben. Draxler wird sich entscheiden. Das ist schön. Javi Martinez auch. Okay. Fanartikel fand den reißenden Absatz. Okay. Können wir überhaupt Fanartikel kaufen, wenn wir Minus sind? Ich glaube eher nicht. Ist nicht gedeckt, das heißt, wir müssen 350, 800, machen wir 1 Million. Kredit. Kreditsumme. Ausgezahlter Betrag. Wir machen 1 Million. Zack, zack. Ja. Kann ich das jetzt so machen? Jo. Also, 9 Wochen auch noch. Das gibt's doch nicht. Warum so lange? So, Balenciaga wird sich nicht entscheiden. Also, es ist Javi Martinez. Draxler wird entscheiden und Friedrich wird sich entscheiden, ja. Friedrich? Nein, der wird sich noch nicht entscheiden. Balenciaga, da kam keiner. Hierbei ist es geblieben. Draxler wird sich nächste Woche entscheiden und Friedrich verkaufen an Ingolstadt. Leute, ich will ihn nicht verkaufen. Das ist doch shit. Mann, 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 das ärgert mich. Ich will ihn nicht verkaufen. Vielleicht auch noch so ein bisschen hier, ein bisschen was ausbauen, das wäre auch noch toll. Flutlichtanlage und hier so ein bisschen den Würfel, der wäre hammergeil. Und dann ist es auch, habe ich gelesen, vollkommen egal, ob wir es auf einem Block, auf einen Schlag machen oder ob wir das peu à peu immer so nach und nach machen. Hauptsache ausbauen irgendwann. Aber das Problem ist, wir kriegen das 28.000 die Plätze ja nicht wirklich voll. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier noch ein bisschen Peripherie ein bisschen besser machen. Hier, was ist das hier? VIP-Lounge vielleicht ausbauen und das hier die Rasenheizung, damit der Rasen ein bisschen weiter besser gepflegt wird. Weil hier sind wir ja schon ganz gut, wie ihr seht. Ne? Also das sind die Punkte, die wir machen müssen. Und jetzt gegen Wolfsburg. Ja, so. Dann, warte mal, machen wir mal die erstmal, bevor wir das machen, machen wir die Taktik noch mal ein bisschen eins niedriger. Es bringt es jetzt was,
Ist das wirklich mit der Abseitsfalle getan, dass wir sagen, okay. Ich meine, Pressing ist ja auch so eine Sache. Ich mache mal wirklich den zweiten, ja. Hohe Bälle lassen wir auch sein. Das ist, glaube ich, okay soweit. Und hier müssen wir nochmal richtig aufstellen. So, also da wieder der Hövedes rein, der, finde ich, immer gutes Spiel macht für den Knoche. Soweit, so gut. Dann Chananu, der Seite. Der kommt dahin. Der Crow ist in die Mitte. So, Chananulu. Friedrich. Oh. Dann kommt der Chananulu raus und Friedrich rein. Wir ziehen das jetzt ein bisschen durch. Ne? Wir gucken mal, wie die Werte werden. Also 73 ist dann immer noch. Bringt wohl momentan noch nicht so viel so schnell. Also da müsste man wahrscheinlich länger ihn drin lassen. Und hier würde ich mal sagen, spielt diesmal der Coman. Und der Kostic, der. Genau. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Coman, Ramos. Genau. Ramos sollte raus und dafür sollte der Kostic rein. So rum. Ja, alles klar. So, und dann gucken wir mal, wie die Spieler von Wolfsburg sind. Sturmtechnisch. Mario Gomez, ist ja nicht auch schon alt. Hier 33, okay. Mario Gomez, oh, sehr wenig Spieler. Guck mal, sehr wenig Spieler. Also Mario Gomez ist ein guter Spieler. Und der Bungert in der Abwehr, genau wie der Pekarik. Ja, auch gut. Aber den Gomez, den müssten wir eigentlich ausschalten. Der andere, glaube ich, der war jetzt eher so semi-gut. Ne? Pass auf. Ja, 88 ist auch nicht schlecht, Blasikowski. Ja, pass auf. Da machen wir nochmal hier die Manndeckung. Jawohl. Dann Hövedes, der schnappt sich doch mal den Gomez. Und der Balenciaga, der nimmt sich den Blasikowski, der hier nicht mal drauf passt. Auch gut. So, Raumdeckung. Raum wäre abgedeckt. Ja, dürfte so passen, meiner Meinung nach. Aber wie das so ist im Spiel. Wir gucken mal, ob es funktioniert. Wir gehen mal, machen wir mal 15 runter, gucken, ob die Bude mal voll ist. Vielleicht peitscht das ja wirklich mal so unsere Spieler an. 28.000 passt rein, ne? 24.500, ja, immer noch nicht voll. Di Santo, erste Chance und da ist das Ding. 1 zu 0 für uns. Wir gehen in Führung. Wunderbar. Wolfsburg noch ohne Chance. Da ist die Köln. Die zweite Chance. Und Coman. Herrlich. Die Stürmer treffen. Wo es das nochmal gibt, das hätte ich nicht gedacht. So. Di Santo. Nächstes Tor. Legt danach. Jawohl. 3 zu 0. Leute, was ist denn hier los? Boateng. Auch die Abwehr darf nochmal. Aber natürlich gehalten. So. Köln. Nochmal gelbe Karte. Hier Köln mit dem nächsten Schuss, aber gehalten der Schuss von Geis. So, dann gucken wir mal, wer hier gelb hat. Coman, okay. Da würde ich sagen, Coman raus und dafür den Ramos rein. Wo ist er? Da würde ich die zwei auch mal austauschen, weil die können ja dann so. Genau. Weiter geht's. Toni Kroos. Nein. So, noch ein Tor. Di Santo. 4 zu 0. Leute, was ist das denn hier? Hier im Rhein-Energiestadion. Ach, da gibt es noch das 4 zu 1. Aber ist doch nicht schlimm. 4-1-Sieg. Damit lässt sich locker flockig leben. Und wir haben ja unsere Mannschaften, die vor uns sind, gespielt. Bayern, okay, die haben 4-0 gewonnen. Oh, Hertha gegen Dortmund 1 zu 1. Beide logischerweise 2 Punkte liegen lassen. Es gibt hier in dem Spiel keinen Sieger, was gut für uns ist, weil wir damit etwas rangekommen sind. 7 Punkte immer noch auf die Bayern, aber nur noch 9 Punkte auf Hertha und auf Dortmund. Also, wir kommen langsam ran, Freunde. Eine Siegeserie von 3. Ne, das muss man auch mal so sagen. Hier haben wir nur gegen die Bayern verloren. Gegen die Bayern, die ja wirklich keine schlechte Mannschaft darstellen, auch hier nicht. Dann hätten wir nämlich logischerweise dann, ja, die ganze Siegesserie gehabt und vorher unentschieden. Also wir sind auf dem Weg der Besserung, auch wenn wir natürlich nicht so viele Tore machen wie unsere Mannschaften, die vor uns sind. Also ihr seht schon, 29, 23, 29, da kommen wir mit 9. Ist natürlich ein bisschen lame, aber wir machen uns langsam. Stindl wird sich nächste Woche entscheiden. Ach, da war ja auch noch was. Draxler, Bayern, nein, Gottes Willen.
Inakzeptable Angebot von 3,3. So, er wird natürlich nicht zu uns kommen, das ist klar. Oder? Oh. Ich meine, für 1 Euro hätte ich ihn auch genommen. Jeweils, also Ablöse und Gehalt. Auch nicht zu Barcelona. Er wird wahrscheinlich aufgrund des Gehaltes zu Deportivo La Coruña gehen. Und? Auch nicht. Er hat überall keinen Bock zu spielen. Ja dann, ciao. Wolfsburg bekundet Interesse an Geis. Der Verein möchte ihn für 4 Millionen kaufen. Schauen Sie mal nach. Ich hasse solche Situationen. Jetzt können wir den für 4 Millionen verkaufen. Den haben wir gerade erst. Boah. Ich will eigentlich den. Eigentlich wollte ich den Draxler verkaufen. Der Draxler ist wie alt? 32. Ich weiß, wir müssen Kohle kriegen. Ich würde aber den Draxler wieder draufsetzen und den Geist behalten, weil der ist ein Langfristkandidat für mich. 4 Millionen ist eine fette Kohle, also fette Summe. Aber ich. Also, sorry, in dem Fall. Wir wollen Draxler loswerden, weil er so viel kostet und weil der halt alt geworden ist. Und die anderen, da würde ich den hier behalten. Also hier dürfen wir auch noch irgendwie so 3 Millionen kriegen. Ich weiß, wir brauchen das Geld, aber ich glaube, nee, ich glaube wirklich, dass das falsch wäre, ihn zu verkaufen. Ja, kann mich auch irren, keine Ahnung. Achso, sind schon 3 drauf, muss ich gedrückt halten. Ja, bei einem Marktwert von 2, ich weiß. Ihr werdet mich jetzt steinigen. Bitte, Leute, seid fair zu mir. Mein Gedanke besteht darin, ja, er ist erst 23. Er hat zwar nur super Stärke. Wenn wir Wolfsburg jetzt da mit demjenigen stärken, ist es nicht so schlimm, als wenn ich Bayern da stärke oder Dortmund oder Hertha BSC in dem Moment. Aber auch wenn es 4 Millionen sind und wir 1,3 mehr kriegen, als wir Marktwert hätten, wenn wir ihn verkaufen würden, würden wir auch 3,2 kriegen. Also das wäre nicht das Problem. Also 800.000, wir reden über 800.000. Ich glaube nicht. Wir wollen Draxler verkaufen, weil der alt ist. Und Geis würden wir jetzt in dem Fall behalten. Ja, sorry dafür, aber es geht nicht. Also wie gesagt, wir wollen 2,9, wir würden auch locker 3 Millionen kriegen. Und wir würden Wolfsburg stärken, die wären noch ein mehr, also noch ein Kandidat. Wir wollen die starken Spieler kriegen und nicht, und wir wollen die Schwachen abgeben, also die Älteren und so weiter. Und ja, nee, das geht nicht. Sorry dafür. Auch wenn ihr jetzt mich steinigt vielleicht, aber das kann ich nicht machen. So, ein vermeintlich schwacher Gegner. Schön, dass ich das jetzt mal über Leverkusen sagen kann. Da würde ich mal die, ja, ein bisschen hier runterschrauben. Und die Aufstellung mal wieder korrigieren. Also, ups. System. So, machen wir das auch weg. Ja, egal. System. Zack. So. Das ist Bell. Knoche. Und das ist Balenciaga. Und da brauchen wir wieder den Hövedes. Den setzen wir wieder auf die linke Seite. Ne, warte mal, den Klebereis noch. Ach nee, der ist gesperrt. Haha. Ach, der ist ja gesperrt, hör mal. Aber der Knoche sollte dann doch hier spielen für den Balenciaga. Jo, so. Dann, wo ist er? Draxler, da ist er doch. Das passt auch. So, dann hier weiter. Ramos passt nicht. Robin auf der rechten Seite und Coman. Das heißt, eher so. Coman hat auch gut getroffen. Aber ich nehme den Kostic rein, damit wir das wieder so im Flow bleiben. Ja, dafür kommt der. Wow. Nein, der hat eine Form von 99. Der spielt erstmal. Sorry, da musst du auf die Bank, lieber Friedrich. Da eigentlich, warte mal. Ah, Draxler ist besser als Geis von den Werten gerade. Jo. Das sollte auch was werden. Ansonsten machen wir mal die Manndeckung. Oh ja. Was haben wir denn hier für Spieler? Warte mal, gucken. Leverkusen. Johnson, 85. Volland. Ja, Kevin Volland, den sollten wir auf jeden Fall mal decken. Zack. Dann haben wir hier den, warte mal, wer ist das? Johnson mit 85, kann man auch decken. Johnson und dann hier den Bell, der nimmt sich den Tashi und damit läuft das doch. So, auf geht's gegen Leverkusen. Und das in der nächsten Folge. Ah, ich weiß, es läuft wieder bei uns, es läuft wieder an, es wird besser, wir haben eine Siegesserie, ich glaube, wir werden Meister. Ich habe zu dem Zeitpunkt jetzt ein gutes Gefühl und ich hoffe, ich bin am Ende der Saison nicht wieder enttäuscht. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall erstmal, ganz wichtig, Daumen hoch, dann
Glocke aktivieren. Das machst du, indem du abonnierst und dann die Glocke aktivierst. Dann bekommst du sofort Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Weiterhin gerne Kommentare in die unterhalb des Videos reinsetzen. Auch was das Thema Geist angeht, war es richtig, war es falsch? Ich kenne eure Meinung. Ich kann mir vorstellen, wie eure Meinung dazu ist. Nicht böse sein. Meine Meinung habe ich jetzt eben dazu gesagt und ich glaube, ich stehe weiterhin dazu. Ich glaube auch, dass das der richtige Weg sein wird. Wenn wir mal sehen, der Geist, der verdient 74.000, okay, und der Draxler nur 65.000, ist aber auch locker, ja, neun Jahre jünger und hat noch deutlich Potenzial, lange bei uns zu spielen. Nicht böse sein. Also, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.